Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zum partiellen Wurzelziehen oder teilweisen Wurzelziehen oder im Fachausdruck auch radizieren genannt an. Wir wollen die Wurzel aus 200 x hoch 4 e hoch 3 ziehen. Wir beginnen wieder bei der Zahl bei 200 und müssen uns überlegen, ob in 200 eine Quadratzahl drinnen steckt. Eine Quadratzahl ist eine Zahl, aus der ich einfach die Wurzel ziehen kann. Zum Beispiel die Wurzel aus 81 hier ganz unten ist 9. Weil 9 mal 9 81 ergibt. Das heißt, ich kann die Wurzel aus 81 komplett ziehen. Ich kann die Wurzel aus 49 ziehen. Das ergibt 7, weil 7 mal 7 49 ergibt. Also hier diese Zahlen, das sind alles Quadratzahlen. Ich kann hier schön die Wurzel komplett draus ziehen. Die Wurzel aus 36 ist 6, weil 6 mal 6 36 ergibt. Zum Beispiel, hier herüben habe ich noch einige stehen, die Wurzel aus 100 ist 10, weil 10 mal 10 100 ergibt. Und da sind wir schon bei unserem Beispiel. Aus 200 können wir die Wurzel nicht ziehen. Wir können aber die Wurzel ziehen aus 100. Somit zerlegen wir 200 in 2 mal 100. Los geht's, ich notiere es. 2 mal 100 und wir können dann aus 100 die Wurzel ziehen. Aus 2 nicht, 2 bleibt uns dann noch stehen. X hoch 4, wir könnten aus x hoch 4 gleich die Wurzel ziehen, wenn wir das können. Wenn es schwerer ist für uns, dann zerlegen wir x hoch 4 in x Quadrat mal x Quadrat. Sehen wir leichter, dass wir hier die Wurzel ziehen können, glaube ich. Du kannst es selbstverständlich schneller rechnen oder du rechnest es langsamer. X Quadrat mal x Quadrat ergibt x hoch 4 und aus einer Quadratzahl oder aus einer Variable mit einem Quadrat kann ich dann schön die Wurzel ziehen. Aus e hoch 3 machen wir e Quadrat mal e. Weil wir aus e Quadrat wieder die Wurzel ziehen können, und e Quadrat mal e ergibt dann auch wieder e hoch 3. Wurzel drüber, der Ausdruck ist länger geworden, aber es ist der gleiche Ausdruck, wie er hier steht. Wir haben ihn nur verändert, sodass wir jetzt schön Wurzel ziehen können. Wir suchen uns jetzt die Ausdrücke heraus, aus denen wir die Wurzel ziehen können. Das ist die 100, haben wir vorher gerade besprochen. Aus 100 können wir die Wurzel ziehen. Aus 2 nicht. Aus x Quadrat können wir die Wurzel ziehen. Das ist dann x. Aus dem zweiten x Quadrat können wir auch die Wurzel ziehen. Das ist dann auch wieder x. Und aus e Quadrat können wir auch die Wurzel ziehen, das ergibt dann e. Aus dem Zweier können wir die Wurzel nicht ziehen und aus e alleine können wir die Wurzel auch nicht ziehen. Diese Ausdrücke bleiben dann unter der Wurzel. Wir ziehen ja nur teilweise die Wurzel. Beginnen wir. Die Wurzel aus 100 ist 10. Erledigt. Die Wurzel aus x Quadrat ist x. Zweites Mal, die Wurzel aus x Quadrat ist x.
Die Wurzel aus e Quadrat ist e. Dann haben wir die Wurzeln gezogen, die wir ziehen können. Und die Ausdrücke, die wir nicht ziehen können, bleiben unter der Wurzel. Aus 2 können wir die Wurzel nicht ziehen, weil 2 keine Quadratzahl ist. Und aus e können wir nicht die Wurzel ziehen, weil ja nicht e Quadrat steht. Okay? Somit sind wir fertig. Wir können es jetzt noch vereinfachen und zusammenfassen. 10 bleibt 10. X mal x ergibt x Quadrat. E bleibt ganz einfach stehen. Und unter der Wurzel bleibt stehen 2e oder auch 2 mal e. Ich kann diesen Malpunkt machen, ich muss diesen Malpunkt nicht machen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Auch hier, ich habe die Malpunkte gemacht, ich kann aber auch die Malpunkte hier ganz einfach überall weglassen, wenn ich das möchte. Auch hier, der Malpunkt ist nicht notwendig, brauche ich hier eigentlich überhaupt nicht schreiben. Ist aber nicht falsch, wenn du hier einen Malpunkt machst. Wichtig ist es, wir haben aus diesem Ausdruck teilweise die Wurzel gezogen, das ist heraus und ein Teil bleibt übrig, weil wir hier die Wurzel nicht mehr ziehen können. Wir müssen aber unsere Quadratzahlen kennen, die müssen wir auswendig lernen. Dann haben wir im Endeffekt kein Problem beim teilweisen Wurzelziehen. Alles klar?